Wollen wir mal über Bronson reden? Vielleicht hat er ja ein paar Informationen, die uns sehr behilflich sein könnten. Ich glaube, Bronson versucht, die netten, verletzlichen alten Damen hinters Licht zu führen. Das ist aber ein bisschen unfair, oder? Okay, er versucht, diese geistig umnachteten, giftigen alten Mädchen zu betrügen. Man muss immerhin seinen Scharfsinn bewundern. Ja, trotzdem, ich finde das nicht gerade die feine englische Art, so alte Damen so, ja, zu verarschen. Schlicht und ergreifend. Erzähl mir doch mal was über deine Freundin Emily. Warum interessierst du dich so für Emily Ketch? Warum Emily nicht? Ketch? Eine Nachfahrin von Captain Ketch, dem Piraten? Stimmt genau. Und das stört dich nicht? Warum sollte es? Wir sind doch nicht verantwortlich für unsere Vorfahren. Argument. Argument. Ich weiß ja nicht mal, wo an so einem Segeldingsbums der Anlasser ist. Anlasser. Ach, George. Jura studiert und trotzdem nicht sonderlich helle. Na super. Okay. Ich muss hier echt hin und her latschen wie ein Irrer. Aber was muss, das muss. Uns sind für den Moment die Okay. Da nicht. Dann gehen wir da die Treppen hoch. Vielleicht haben die Alten noch irgendwelche Informationen. So, meine Damen. Jetzt quatsch mal hier mal noch so ein bisschen. Sonst will ich von den Schwestern nichts weiter wissen. Ich weigere mich, weitere unnötige Blutvergiftungsrisiken einzugehen. Kohle? Nein. Würmchen? Die Katze schaute mich an, als wollte sie sagen, warum hast du einen toten Wurm um den halben Erdball geschleppt? Und ich hatte keine gute Antwort darauf. Ja, das fragen sich viele. Klopf, klopf, klopf. Es ist abgeschlossen. Das Haus ist geschlossen. Nein. Wieso das? Es wird gerade renoviert. Ach, natürlich. Das muss das Grundstück sein, das Bronson gerade vermessen will. Wir haben vor, das Museum für das neue Jahrhundert fit zu machen. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Das sähe in Neon bestimmt herrlich aus. Ein Museum für einen Piraten? Die Antwort darauf ist ein einiges Schweigen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war er kein Pirat. Das ist genau die Art böswilliger Falschaussagen, die Mr. Bronson widerlegen will. Oh, wie das? Mr. Bronson hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Umbau des Museums zu einem sehr vernünftigen Preis durchzuführen. Er weiß, wie wichtig ein Verständnis der Geschichte ist. Aha. Komisch, da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck von Bronson. Außerdem kennt er sich mit sphärischer Geometrie aus. Mina! Na, wenn's doch stimmt. Hören Sie, Madame, ich bin von weit her angereist, um dieses Haus zu besichtigen. Wenn wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, dann will nachher jeder rein. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber ich musste mich nicht gerade durch eine wartende Menschenmenge quetschen. Sie sind immerhin der zweite Besucher heute. Nein, tut mir leid, völlig unmöglich. Der zweite Besucher? Moment, Moment, der zweite Besucher, wer war denn der erste? Das interessiert mich jetzt. Da muss doch. Oh, reden wir mal über die Katze. Hihi. Sie hängen wirklich an diesem Kater, wie? Er ist unser treuer Gefährte und unsere Freude. Ich könnte mir ja dieses kleine Monster schnappen und es als Geisel nehmen, bis sie mich reinlassen, aber das ist nicht ganz mein Stil. Vielleicht kann ich ihre Zuneigung zu der Katze auf eine andere Art dazu benutzen, ins Haus zu kommen. Okay, reden wir mal über Emily. Vielleicht gibt's ja irgendwas Interessantes. Okay, Zeit für eine kleine Ablenkungstaktik. Ich dachte, ich hätte unten am Strand ein kleines Mädchen gesehen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Da muss er sich getäuscht haben. Oder nicht, Frost? Ich bin sicher, das habe ich nicht. Ein kleines Mädchen und diesen Fischerjungen. Was? Das ist unmöglich. Was haben die beiden gemacht? Och, was alle kleinen Jungs und Mädchen so machen in dem Alter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Kuh und Melkerin gespielt. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie uns belügen, Mr. Stobart. Gnade Ihnen Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
So. Jetzt, wo die Alten weg sind? Begleitet vom Knarren antiker Korsettstangen segelten die beiden Schwestern majestätisch über den Horizont. Das ist ein echt schöner Satz. So, und jetzt fix. Wir müssen dieses Glänze-Ding da wegmachen, um dem Herrn dann einen Strich durch die Rechnung zu machen. Okay, so kommen wir da nicht ran. Ich komme nicht an den Fahnenmast und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Okay. Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir, also muss der Fahnenmast wohl nackt bleiben. Okay. Bin am Überlegen, ob das vielleicht... Nö, so weit und fest kann ich nicht werfen, dass ich die Markierung runterwerfen könnte. Sicher? Noch nicht mal mit einem Stück Kohle? Nö, so weit und fest kann ich nicht werfen, dass ich die Markierung runterwerfen könnte. Mit diesem Gestrüpp können wir auch nicht viel machen. Vielleicht, wenn wir die Katze ein bisschen ärgern? Ich weigere mich, weitere unnötige Okay. Es wäre ziemlich cool, die Katze unter Drogen zu setzen. Ja. Aber ich bringe es nicht übers Herz. Außerdem würden mich die beiden Schwestern lynchen. Ja, das wäre echt eine schlechte Idee. Okay. Die Katze schaute mich an, als wollte... Und ich hatte Okay. Katze und... Ja. Hab mir schon fast gedacht. Hey, Mieze, willst du mit dieser Puppe spielen? Oh! Sie war nicht gerade begeistert davon, den großen Gott Tezcatlipoca von Angesicht zu treffen. Ja, das wäre ich auch nicht. Ich bezweifle, dass die Katze fundierte Aussagen zu einem mesoamerikanischen Artefakt machen könnte. Ja, das wäre schon mal ein... Und ich hatte recht. Yep. Naja, ein Versuch war's wert. Es ist abgeschlossen. Die Leiter reicht hinauf bis zum Fahnenmast. Ja, aber was... Ah, natürlich. Die Leiter rauf zum Fenster. Vielleicht können wir ja übers Fenster einsteigen. Typisch Pechvogel Stobbart. Die Fenster sind alle verriegelt. Verdammt! Okay, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen uns eindeutig was einfallen lassen. Weil mir gehen langsam die Ideen aus. Vielleicht, wenn wir die Treppe da runtergehen? Ich meine, ich habe hier schon alles versucht. Ja, wie er jetzt einfach weggeht, die Drecksau. Mal über die Alten reden. Sind die Schwestern hier vorbeigekommen? Jo, die wollten diesen Fischerbastard aufknüpfen. Habe ihnen natürlich haarklein beschrieben, wo sie ihn finden können. Nicht nur ein Ekel, auch noch eine Petze. Wie nett. Aber irgendwie hat er es geschafft zu verduften. Ist doch super. Bis später mal, Bronson. Okay. Vielleicht können wir ja irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Da ist er doch. Hallo, Rio. Hast du schon einen Fisch gefangen? Würdest du mir einen Fisch überlassen, mein Junge? Du hast doch gesagt, du machst dir nichts aus Fisch. Er ist nicht für mich, er soll ein Geschenk sein. Für die alten Damen? Ist mal was anderes als immer Blumen und Pralinen, wie? Nein, er ist für ihren Kater. Okay, wer springt dabei für mich raus? Ich bezahle dir den Fisch. Ich habe karamontanische Dollars, französische Francs und Traveler-Schecks. Du scherzt doch wohl, die nächste Bank ist 3 Inseln weit weg. Ja, was will man da machen? Ist dieser Wurm einen Fisch wert? Könnte einen guten Köder abgeben. Wie ist er gestorben? Ertrunken. Ich glaube, der ist in Tequila ertrunken. Genau wie mein Onkel Gabriel. Ja, ich nehme ihn. Okay, das ist schon mal eine Option. Okay, gut. Ich besorge dir einen Fisch. Kann aber ein bisschen dauern.
Okay. Na? Vielleicht noch über die alten Damen reden. Vielleicht gibt's ja was Interessantes. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Oh, ich weiß alles über Mr. Bronsons nette Pläne. Wirklich? Und warum erzählst du mir nichts? Na, okay. Vielleicht hat Bronson ja noch irgendwas zu sagen. Jetzt wissen wir wenigstens, wofür der Tequila-Wurm war. Für den Fisch. Uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Okay, dann hat sich das auch erledigt. So, wie wir sehen können, blinkt das da oben. Das müssen wir irgendwie wegkriegen. Fragt sich nur wie. Ah, Kleiner, mach das, mach ihn mit dem Fisch. Ich brauch den für die Katze. Die Fenster sind alle verriegelt. Doof, ganz doof. Das Fenster auch? Das Fenster ist verriegelt. Ach, verdammt. Okay, hier mit dem Gestrüpp kann ich auch nicht viel machen. Es ist jetzt ein bisschen nervig. Aber vielleicht hat der Kleine ja schon den Fisch. Ist ja meistens so, dass man einfach nur kurz die Map wechseln muss und dann passt das. Aber sieht schon fast so aus, als wäre dem nicht so. Hast du die verrückten Schwestern vorbeikommen sehen? Und ob, sie sahen heute irgendwie noch verrückter aus als sonst. Darum habe ich mich versteckt, bis sie wieder weg waren. War auch ganz gut. Die dachten, du hättest mit Emily gespielt. Oh Mann, waren die geladen. Oh ja. Emily? Du bist ja noch wahnsinniger als die. Wie sieht's mit meinem Fisch aus? Kein Glück mit den Fischen heute. Nö, die beißen einfach nicht an. Die wissen, dass sich ein Sturm zusammenbraut. Oh. Ein Sturm? Glaube ich nicht. Ah! Hey, da hat einer angebissen. Juhu. Wirklich? Ein Fisch, ein Fisch. Ein großer, ein richtig großer Fisch. Zieh ihn rein, Rio. Himmel, das muss ja ein Wal sein oder sowas. Ah, das glaube ich nicht. Das ist seichtes Wasser. Okay. Das ist der rostigste Wal, den ich je gesehen habe. So ein Mist. Okay. Ich brauche immer noch einen Fisch, Rio. Okay, ich versuch's nochmal. Vielleicht solltest du lieber den Köder wechseln. Ja, das wäre schon mal eine Option. Aber wir können uns das Fahrrad mal angucken. Der einzig brauchbare Teil des Fahrradwracks ist der Schlauch aus dem Reifen. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Ja, das wäre schon mal eine Option. Und ich weiß wirklich nicht, wann man so etwas gebrauchen kann. So, Rio, mal sehen. Und? Ein Fisch! Super, wir haben einen Fisch für die Katze. Hier ist ein Fisch, nimm schon. Danke sehr. Es ist etwas schwierig, ihn in die Tasche zu stecken, solange der so rumzappelt. Kein Problem. Jetzt zappelt er nicht mehr. Mäh. Jetzt hast du Fisch in der Hosentasche, George. Wie fühlst du dich? Ich würde mich ganz schön komisch fühlen.